Grüß Gott, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen ein bisschen beginnen mit der Hundeschule, und das heutige Thema ist Erkenntnis mit dem neuen Zuhause. Wir kommen gerade von der Züchterin, und wir haben uns natürlich erlaubt, ein Tierium Nummer 2 zu besorgen und zu beschaffen. So traurig der Tod vom Tierium Nummer 1 ist, aber man kann ohne ein Tier nicht auskommen. Also wir haben jetzt das, ich habe das so gemacht, dass ich den kleinen Kerl mit 10 Wochen übernommen habe. Und nach 10 Wochen ist es so, dass es ja nur ein kleiner Hupfel ist. Und jetzt seht ihr auch, dass er gleich rausgeht. Er will jetzt suchen. Er sucht sich jetzt alle seine Plätzle. Wir haben also das Ganze jetzt so gemacht, dass er untersucht das Ganze. Hier hat er sein Schlafplätzle. Er zeigt euch das jetzt hier mal, wo er überall daheim ist. Das ist sein anderes Schlafplätzle, wo er hat mit seinen Spielsachen, wo er spielen kann. Da ist seine Ente. Das Körperle kommt dann unter den Schreibtisch runter, hier in diesen Bereich. Dort kann er dann immer, wenn ich arbeite am Schreibtisch, kann er sich dort immer aufhalten. Er hält sich auch sehr gern hier unterm Schreibtisch dann auf, wo er seine Plätzle hat, aber in der Regel schaut er. Tiri, komm, guck mal, lauf mal, wo hast du eine Küche? Zeig mal in der Küche, da ist er noch. Komm, zeig mal, komm mal. Der ist jetzt 10 Wochen alt, und ihr seht, er spricht schon an, auch wenn man ihn anspricht und mit ihm spielt oder wenn man irgendwas macht. Er ist schon ganz aufgeschlossen. Komm mal her, du, alter Stinker, du. Weißt du, kleiner, du. Gell, du. Alter Stinker, guck, das ist die alte Ente, das ist immer Packer, ha ja, seht ihr, und da seht ihr jetzt schon, dass der in den kleinsten Jahren innerhalb von einer Stunde, von 2 Stunden ist er hier in der Wohnung schon so vertraut, dass er sich seine eigenen Wege schafft, dass er sich seine eigenen Plätzle schafft, er sucht sich seine Spielsachen zusammen, was er auch sehr gern macht, er mag natürlich gerne Knochen, und da ist es auch so, dass der größte Knochen für ihn nicht zu klein ist. Er spielt mit diesen Sachen, und vor allem, was er macht, er beschäftigt sich auch zwischenzeitlich alleine. Das ist natürlich schwierig, wenn ein Hund aus dem Rudel rauskommt. Und darum habe ich auch das Körperle 2 Nächte bei der Züchterin gelassen, damit die Züchterin, dass da ein bisschen der Geruch von Vater und Mutter reinkommt, und vor allem, dass er sich ein bisschen ans Körperle gewöhnt. Und jetzt ist es ja so, dass er quasi hier komplett angekommen ist in der Wohnung, ohne dass es hier ein Gejammer gegeben hat, ein Heimweh gegeben hat. Ihr seht, er spielt jetzt schon mit seinen Spielsachen. Er hat natürlich vorne noch ganz viele Spielsachen. Und was ganz wichtig war, er ist natürlich noch nie Auto gefahren. Und wo ich ihn dann abgeholt habe, dann war es so, dass wir kaum 5 Kilometer weiter, hat er gejault und geweint im Auto drinnen. Und dann dachte ich, er hat Heimweh. Aber nein, da hat er mir nur signalisieren wollen, dass er jetzt beim Autofahren einen ganz großen Stinki machen muss und nicht weiß, wo er den hinmachen muss. Das ist dann schief gegangen. Aber der Kleine hat ja, die Stinkerler sind ja noch nicht die größten. Er ist ja kein Schäferhund. Und man hat es dann rausgemacht, und damit war das Thema beendet. Er macht auch sofort, wenn er auf Toilette muss. Das habt ihr ja im anderen, seht ihr dann im anderen Video noch mit dem Hundeklo. Da seht ihr gleich, wie er ins Hundeklo geht. Also er ist vom ersten Tag an sauer gewesen. Er hat einmal einen Stinki noch in die Wohnung reingemacht, und dann hat er seine Schelte bekommen, und dann hat er ihm gezeigt, wie man das im Hundeklo macht, und seit diesem Tag ist das Thema beendet. Und wichtig ist es einfach, dass das war die Angst, die ich gehabt habe, ob ich ihn überhaupt ohne Heimweh wegbekomme von zu Hause und vor allem aus dem Rudel rausbekomme. Da werden wir später auch noch ein Video drehen. Denn jetzt ist er alleine, jetzt muss er sich alleine beschäftigen. Tiri, guck mal. Ja, so, gell, du bist ja Filmstar, ha ja. Dann mal gucken. Gell, ha ja, du bist YouTube-Videostar, gell.
Und da seht ihr, das war die große Angst, die ich hatte, ob er aus seinem Rudel heraus alleine zurechtkommt. Weil hier sind wir wirklich nur wir zwei. Wir haben sonst gar nichts. Wir sind miteinander alleine und er muss sich am Tag über doch sehr viel selber beschäftigen. Aber er hat natürlich auch den Umgang. Wir sind einmal im Obi-Wagen und sind beim Obi, dann sind wir bei der Kundschaft, dann sind wir irgendwo beim Einkaufen, dann sind wir irgendwo auf der Baustelle. Also er hat, oder beim Kopiermann, und er hat also ein sehr reges Tagesleben. Und das merkt man auch abends, also er liegt dann gerne hin und braucht auch seine Auszeiten. So, das war es jetzt mal heute wieder in der Geschichte drin. Thierry ist gut angekommen, er macht einen ganz tollen Eindruck. Er ist die Reinkarnation von Thierry Nummer 1 und er verkörpert ihn natürlich in voller, nicht nur vom Aussehen, sondern in vollem Grundsatz wieder. Und er macht so viel Spaß, es ist eine richtige Freude. So, ich verbleibe mit den besten Grüßen. Schaut einfach mal ins Baufachforum rein, dort erfährt ihr viele Sachen, die im Bau wichtig sind für euch, was ihr im Bau falsch machen könnt und wie ihr es richtig machen könnt. Verbleibe ich jetzt mal, euer Schadenanalytiker Wilfried Berger.